Wenn du eine Meinungsverschiedenheit mit deinem Ehepartner hast, sprich und handel vernünftig und vermeide Worte und Taten, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Niemand wird deine Rechtfertigung akzeptieren, dass du im Zorn gehandelt hast. Was zerbrochen ist, bleibt in der Regel zerbrochen. Geh raus an die frische Luft und lenk dich ab, damit du nichts tust oder sagst, was du später sehr bereuen könntest. Wenn du dich dann beruhigt hast, sprecht miteinander. Denn miteinander sprechen ist der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Beziehung. Wähle deine Worte weise, denn Worte können tiefe Wunden hinterlassen. Wut ist oft vorübergehend, aber die Folgen können dauerhaft und verheerend sein. Kurz innehalten kann sehr helfen, die Gedanken zu sortieren und Fehler zu vermeiden. Entschuldigungen heilen nicht, was zerbrochen ist. Denk darüber nach.